Hi Leute und herzlich willkommen auf Teasy 2. Und zwar war gerade jemand bei mir und hat mir ein paar schöne Pakete vorbeigebracht für ins Wohnzimmer. Guter Apollo. Und bist du? Ist hier auch am Pennen. Mal kurz hier gerade ein bisschen leiser machen, weil es geht nämlich heute auf jeden Fall um den guten Ton hier im Wohnzimmer. Ihr seht schon im Hintergrund, habe ich so zwei Boxen am Start von Harman Kardon sind. Die Anlage habe ich jetzt schon seit 2014 damals günstig erworben. Und ich dachte, es wird mal Zeit für was anderes. Jetzt gerade, wo ich auch beim Timo die Anlage gehört habe, die er dort hat. Einfach krank. Ja. Proski hat die Anlage jetzt ja auch. Ich dachte mir so, komm gut, Leinwand bei mir. Dreh mal kurz hier. Macht keinen Sinn, ne? Weil wenn ich mir hier eine Leinwand machen würde, dann hätte ich irgendwie rechts und links 20 cm mehr Bild. Ja, das hier ist ein 82 Zoll Fernseher. Deswegen dachte ich, nee, brauche ich nicht unbedingt. Passt so mit Ambilight, fühle ich eh. Aber ihr seht es hier schon, hier kamen Pakete an. Und da würde ich sagen, können wir mal kurz reingucken, was da so drin ist. Ja, der gute Alex vom Heimkinoraum Mannheim war bei mir gewesen, hat mir die abgeliefert. Montieren tut er die auch noch. Da kann ich euch dann auch mitnehmen, wenn er wieder kommt. Wollt am 28. kommen, das montieren. Er hat schon mal abgestellt, weil er weiß eh, ja, der kleine Schlingel, dass ich das Zeug hier eh nicht stehen lassen kann und es mir eh anschließt schon, ja. Und dann muss er natürlich hier nur noch die zwei Kollegen anschließen. Aber nee, Quatsch, ich mache das natürlich auch gern, habt ihr auch Bock drauf, das alles anzuschließen. Er muss das aber noch alles einmessen, einstellen, weil wir haben hier zweimal die Standlautsprecher Silver 300. Die werden dann einmal hier und hier hinkommen. Timo hat die in weiß, ich habe sie mir in schwarz geholt. Zusätzlich zwei Silver W12, das sind die Subwoofer. Auf Raten von Timo nimm die auf jeden Fall zwei. Ne, habe ich mir zwei Stück geholt. Dann habe ich hier, jetzt muss ich mal gucken, ist es jetzt einmal oder zweimal? Das müsste aber eigentlich zweimal sein. Die Lautsprecher für hinten und einmal den Center-Lautsprecher, der dann hier vorne hinkommt. Da muss ich mal gucken, der Center-Lautsprecher ist etwas höher. Da muss wahrscheinlich der gute Sky-Receiver hier runter und der Senderlautsprecher kommt dann hier hin. Muss ich nur mal gucken, am besten holen muss ich mir noch von Juso einen Smart-Plug holen, weil ab und an muss man den mal neu starten, den Kollege hier. Aber liegt auch an meiner Ambilight-Steuerung, weil hier das HDMI-Signal wird nämlich gesplittet, geht einmal an Fernseher, geht einmal an diese HDMI-Steuerung, geht einmal an die U-Sync-Box. Also ja, da liegt es auf jeden Fall an mir. Anleitung. Ich stelle jetzt erstmal diese Standlautsprecher links und rechts hin. Den Bass oder die zwei Bässe kommen ja auch links und rechts. Die schließe ich mal nur nett an, weil dafür muss ich wieder diese schwere Platte hier runter oder runterheben, eher gesagt vorziehen und die Kabel erst einziehen. Deswegen mache ich erstmal das hier. Einmal die Betriebsanleitung haben wir am Start hier. Aber lest man eh nicht. Ich glaube, das sind die Füße. Die hatte ich auch beim Timo damals dran gemacht. Kommen wir hier und hier hin. Aber jetzt muss ich doch Betriebsanleitung lesen, Jungs. Weil in letzter Zeit bei verschiedenen Geräten hätte ich besser mal die Betriebsanleitung gelesen. Weil hier weiß ich nämlich auch nicht, was das jetzt sein soll. Sieht aber alles aus wie, glaube ich, Füße, wo man sich entscheiden kann, welche Füße man haben will. Gut, legen wir das mal alles mal dahin. Und dann haben wir noch Schrauben und ja, hier irgendwas. Ich dachte jetzt, es sind verschiedene Füße, aber nein, man muss hier die Dinger so dran schrauben, dann steht es nach außen und dann werden da die anderen Füße dran gemacht, aber das ist doch eigentlich schon so zusammengebaut. Mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme da. Wir haben hier die Schrauben, das mache ich jetzt mal auf und dann gucken wir mal. So, dann würde ich sagen, ziehen wir mal hier fest, Fuß Nummer 1. Einzige Freunde, was ich mich gerade frage, ist, ne, man soll jetzt hier in diese Gummifüße unten diese Metallspitzen, also hier und hier diese Metallspitzen reindrehen, wo man jetzt hier oben sieht, die Dinger, aber ich glaube, das mache ich gar nicht, weil die Metallspitzen hier auf den Fliesen, weiß nicht, fühlt sich irgendwie falsch an, muss ich auf jeden Fall den Alex nochmal fragen, ob man das machen soll oder, aber ich glaube, das ist eher für so einen Teppichboden und würde fast sagen, dass es auf diesen Gummifüßen hier besser steht, ja, also würde ich persönlich jetzt sagen, aber ja, dann muss ich den guten Alex nochmal fragen. So, ja, bin jetzt hier gerade dabei, die Dinger dran zu schrauben. Hat meine Schwester gerade angerufen. Komischerweise ist der Nachteil, wenn man mit dem Handy hier Vlog aufnimmt, dass dann jedes Mal, wenn jemand anruft, die Aufnahme abbricht. Gehörst denn du hier? Ah, hier, komm.
rein da. So, aber wie gesagt, Jungs, mit den Spitzen, ihr könnt es gerne auch mal drunter schreiben, ob ihr das wisst. Wahrscheinlich wird der Vlog noch vorher online gehen, bevor ich den Alex gefragt habe, wenn er da ist. Ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob man die Spitzen drauf machen soll, aber ich habe da irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen hier auf den Fliesen. So, komm her, du gutes Stück. Ich muss aber sagen, geil aus, Freunde. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ist nur die Frage, mit Blende oder ohne Blende? Blende oder ohne Blende? Mit Blende hat was. Entscheidet. Mit Blende? Oder ohne Blende. Was sagt ihr? Mit oder ohne? Ah, und man kann auch sagen, die Boxen für den Hintergrund, also für hier hinten rein, die sind dann weiß, weil da hat mich das Schwarze irgendwie etwas genervt. Und natürlich für vorne schwarz genommen. Also ich mache jetzt mal hier die Blende wieder drauf. Und dann würde ich sagen, führen wir die ganzen Schritte mit allen anderen Sachen durch. So, Freunde, Tag 2. Apollo und ich bauen weiterhin die Boxen auf. Eine habe ich bis jetzt hier mal stehen. Ihr habt es noch gesehen gestern, ich musste erstmal in der Anleitung lesen, weil diese Boxen haben nicht nur zwei Anschlüsse, sondern die haben vier Anschlüsse, irgendwie HF, LF, wahrscheinlich Low Frequenz, High Frequenz, ne? Aber du kannst es dann auch mit so einer Brücke irgendwie anschließen, mal ein bisschen eingelesen. Was sagst du, Apollo? Wird es hier was, ne? Aber das ist der alte Bass, Apollo. Du willst die alte Anlage für deine Hundehütte, oder was? Mein Gott, alles gut. Alles gut, du kriegst die alte Anlage fürs Hundehütsche, kannst du hier mit deiner Hundefrau eine kleine Party feiern. Aber Apollo, es geht nicht raus, Mero-Butter fährt noch. Also, du musst mir helfen oder leg dich in dein Körbchen, ist egal. Eins von beiden kannst du machen. Eins von beiden kann ich machen. Oder mach ein Schläfchen, Apollo. Mach ein Schläfchen, mach ein Schläfchen. Naja, einfach absolut gar keinen Bock, der will nur ein bisschen gucken. So, ja, wie gesagt, ich baue mal hier die zweite Box auf, ne? Und dann noch die ganzen Bässe hier mal aufbauen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn das mal wieder steht. Hilfst du mir? Oder laufst du nur in die Füße rum? Du Dieb! Apollo, was ist denn mit dir los? Da draußen kackt uns eine Taube die ganze Zeit das Dach zu und klaut hier von deinem Brunnen und du jagst ihn nicht mal, du Schisser. Geh weg! Ich habe hier so voll die Taubenplage, Freunde. Hier fliegt eine Taube rum. Bei wem kackt sie aufs Dach und hockt da bei mir? Und der Hund hat Schiss davor. Was ist denn bei dir los? Hä, was ist denn da los? Oh nein, jetzt kackt sie mir da oben alles zu. Guckt euch an, wie das Dach schon aussieht. Mein Gott. Mensch, Polo, du musst die wegjagen, wenn die in deinen Brunnen geht. Was soll denn das? So, nach dem kleinen Taubenzwischenfall. Die Boxen stehen mal, sind auch schon angeschlossen. Ich weiß nur nicht, ob ich mir die so ein bisschen schräg stellen soll. So wie die hier, aber ich denke eigentlich schon. Muss jetzt aber erstmal den Bass hier noch hinstellen und da noch. Und Apollo guckt zu und genießt, ne? Und schnuppert natürlich alles an, klaut hier schön Plastiktüten, ne? So kennt man den Großen, so kennt man den. Du kleiner Freckel, so kennt man dich, hä? So, jetzt geht's den Bässen hier an den Kragen. Weil wir brauchen natürlich auch einen guten Bass hier, ne? Versteht sich, Apollo, ne? Wenn du deine weiblichen Hundefrauen beeindrucken willst, brauchst du natürlich auch einen ordentlichen Bums, mein Kollege. Deswegen hat Apollo gesagt, ey, Simau, wenn, dann hol dir gleich zwei von den Kollegen, weil ich muss flexen. So, Apollo, deswegen wird hier mal geflext. Was haben wir denn hier? Einmal Einmessmikrofon. Ungefähr die Qualität von Benji. Wrestling! Oh, der gute Junge! Wrestling! Oh, jetzt kriegt der Ärger, weil er hier so viel durcheinander macht. Was? Was? Was, hä? Oh, ja. Ja, oh, der Ball. Oh, aus! Oh, jetzt wird er da reingebracht. Oh, jetzt hat er an. Der Simon ist stärker wie du. Der Simon ist stärker wie du. Oh. 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 Kuschelkroko. So, mein Guter, wir müssen weiter schaffen. Gute Spielrunde. Statt der Kollege mit seinem Kuschelkrokodil 3 Meter neben dran spielt, nein, er muss genau da spielen, wo man sein Zeug auspackt. Ja? Was ist denn los? Jedes Mal, ne? Jetzt machen wir mal kurz den Ding da hoch. Ah, so, die Technik ist definitiv besser, Freunde. Hat gerade bei dem Bass hier einen kleinen Fail. Hat es zwar irgendwie aufgenommen, aber iPhone hat sich gedacht, kein Bock. Ja, ist mir eigentlich sogar etwas peinlich, was ich gemacht habe, weil ich hatte irgendwie noch von Timothy Timau im Hinterkopf, dass, wo sind wir hier, dass hier eigentlich, also dass diese Membran unten ist und auf dem Boden strahlt und habe dann hier die Füße reingedreht. Seht ihr diese Teile? Ich dachte schon so, hä, da ist gar kein Gewinde drin. Ja, aber eigentlich sind die Löcher hier für die Blende. War jetzt hier ein bisschen ausgefranzelt, aber es funktioniert noch. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal das zweite Gerät hier raus. Sagen, nächster Blindcraft
Verlierer muss sich auf die ganzen Spitzen, die ich hier habe, so rum draufsetzen. Ich würde sagen, macht Spaß. Ne? Genügend habe ich ja davon jetzt mittlerweile. Und hier, Mister, ich mache alles durcheinander und klau alles. Kann sich jetzt einfach mal auf seine vier Buchstaben setzen. Kollege, hopp auf! Zudem, was ich mich gerade frage, ist, ja, alles klar, Paul, muss wieder die Schnauze reinstecken. Wie wird der Kollege angeschlossen? Klar, hier Strom, ne, auch logisch. Dann hast du hier hinten so komplette Einstellungen für Frequenz und Kram. Gut, das ist, denke ich, wann er einsetzen soll. Und dann habe ich hier bloß dieses Klinkenkabel am Start. Apollo, das würde ja theoretisch einfach nur hier reinpassen, aber hier steht 12 Volt DC Trigger. Das hat ja nichts mit Audio zu tun, eigentlich doch hier in Stereo. Aber keine Ahnung, wie man den anschließt, muss man da Anleitung nachlesen. Was machst du denn, Großer? Das Kabel brauche ich, das passt bei dir nicht. So, ich habe jetzt mal ein bisschen hier die Anleitung durchgelesen. Also dieser 12 Volt DC-Anschluss, Trigger-Anschluss mit diesem Cinch-Kabel, wo ich eigentlich dachte, das ist auch schon für den Ton, ist bloß dazu gedacht, dass der AV-Receiver den Bass automatisch anschalten und ausschalten kann, also in Standby und ja, wieder an- und ausmachen kann. Und dann, so viel ich jetzt hier verstehe, entweder kannst du es mit einem Cinch-Kabel machen, da ist mein Vater, also auf In oder mit diesem LFE-Eingang, aber der ist doch gut, Alexa, aber keine Ahnung, muss ich mal den guten Alex anrufen. So, Freunde, es ist jetzt wieder einiges passiert. Mein Vater war da gewesen, weil morgen kommt auch die Firma und macht meinen Wintergarten fertig, macht die Markise drauf, ja. Da gab es aber noch ein kleines Problem und zwar mussten da an der Stelle, an der einen Stelle kann ich euch gleich zeigen, auch nochmal die Steine von der Terrasse raus. Das habe ich mit meinem Vater gemacht. Und was ich noch gemacht habe, Jungs. Erstens da hinten das Bild von Apollo aufgehangen. Finde ich sehr, sehr geiles Bild. Und ich habe hier, was mir richtig gut gefällt, das Regal gemacht, für die ganzen Gewürze von Ankerkraut draufzustellen. Fühle ich richtig, Freunde, weil so, ne, du kannst ja direkt alles rausziehen. Geh mal hin. Zack, zack, kannst du das hier rausmachen. Ich darf die Ordnung jetzt nicht wegmachen, aber ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Apollo ist auch absolut müde. Hier sieht es eh aus wie Sau, Freunde. Den ganzen Dreck von den Kartons jetzt rausgetragen, klein gemacht. Ne? Wie gesagt, hier nochmal Regal, fühle ich absolut. Boxen habe ich auch mal soweit jetzt aufgebaut. Das sind noch die, wo hinten hinkommen. Dann hier und hier, das sind dieselben, die bei Timo habt ihr eigentlich auch wahrscheinlich schon mal gesehen. Finde, es sieht aber auch sehr, sehr nice aus. Klar, der muss jetzt noch weg. Finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Die Frage ist nur, soll ich die Boxen so ein bisschen schräg stellen oder kerzengerade daneben? Das müsst ihr immer noch hinschreiben. Der Bass hier drüben ist jetzt auch noch nicht angeschlossen. Da fehlt mir noch ein Kabel. Ich brauche hier unten noch eine neue Steckdosenleiste. Genau, dann das andere Problem, was wir hatten. Jetzt raus auf der Terrasse sieht es jetzt auch so richtig durcheinander aus, weil halt alles jetzt mal auf die Seite gerückt ist. Wie gesagt, hier kommt morgen die Firma vom Wintergarten. Hier vorne kommt dann eine Schiene hin. Die wird dann einmal von hier bis hier verlegt. Hier diese Front war komplett exakt gerade. Also hier können Sie die Schiene direkt drauf machen. Und die Elemente kannst du dann alle hier rüber schieben. Aber hier war das Problem, weil die Terrasse war ja eigentlich mal gedacht als eine normale Terrasse. Eine Terrasse baut man immer mit Gefälle, dass das Wasser vom Haus wegläuft. Und die Terrasse war ja nur ungefähr bis hier hingegangen. Und da war natürlich hier ein Knick. Und der Kollege, wo dann die Terrasse ein bisschen größer gemacht hat, musste natürlich an diesem Knick hier weitermachen. Und dadurch ist diese Stelle hier nicht ganz gerad gewesen. Sprich, die hätten hier drauf nicht die Schiene machen müssen und hätten die dann so ein bisschen unterfüttern müssen. Das hat aber scheiße ausgesehen. Da habe ich gesagt, nee, ich mache die Steine hier raus. Jetzt kommt hier unten, wie hier dann, so ein Metallbalken hier unten rein. Und darauf kommt die Schiene und die Steine müssen dann wieder angepasst werden. Und Apollo, du sollst doch heute nicht raus, weil du dann nur im Loch rumbuddelst. Aber ich lass dich mal hier ein bisschen. Wer pingelt da jetzt hin, Freunde? Ah ne, er legt sich da nur hin. Braver Junge. Genau, Jungs, das war jetzt so ein bisschen die Arbeit hier. Es war eine scheiß Arbeit, die Dinger hier rauszuholen, weil die Steine sind immer so ein bisschen wie verankert. Ne? Und das kriegst du halt richtig, richtig schwer raus, wenn die einmal drin sind. Mein Vater hat hier sein Unterhemd liegen lassen. Absoluter Ehrenmann. Ach, das wird er später wieder suchen. So, Freunde, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Zeug zusammen. Ich denke auch fast, dass der Vlog dann hier jetzt erstmal am Ende ist. Kann euch ja dann wieder mitnehmen, wenn der Alex vorbeikommt und alles andere anschließt. Genau, ich muss jetzt noch Steckdosen bestellen, weil die Leiste langt nicht. Und ein paar Kabel noch bestellen. Obwohl, die bringt der Alex auch mit, brauche ich es nicht machen. Aber dann ist es soweit fertig. Klang habe ich auch schon getestet. Soweit, wie es geht. Die Boxen sind alle noch eingestellt auf die alten Boxen hier, ne? Aber es hört schon krank an. Es hört schon absolut krank an, Jungs. Deswegen lasst ihr ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut's da rein. Ciao, ciao.